In Europe, during the time of the Inquisition, paranoia and corruption ran deep. With the fear of devilry running rampant, the ancients' corruption extended far beyond mortal knowledge, corrupting all that could be corrupted. My researches uncovered an interesting incident. A Franciscan monk named Paul Luther was traveling through the region of Amiens during the witch hunts of the Inquisition. Now, under martial law, the Inquisition prevented anyone from leaving the town and its nearby cathedral, for everyone was suspect. Welcome to Oubliette Cathedral, Brother Luther. I'm glad that our sacred order can bestow hospitality on our Franciscan brethren. I shall not impose, Excellency. I merely request lodging and a viewing of the sacred relic, the Hand of Jude. Many have traveled far and even risked their lives for a glimpse of the hallowed relic's true splendor. Of course, it would be wise to keep quiet during your stay. The Inquisition is here for a reason, brother. We seek to purge the deviancy from this town. I am sure that will not be a problem. Amiens appears to be a peaceful hamlet. It appears to be. But deviancy is secreted in the most deceptive places, which I believe is the case with Amiens. Then I wish you luck in your search. The Inquisition does not need luck, Brother Luther. Faith and purity are our guides. Und da sind wir also, Brother Luther, Bruder Luther, in der Kathedrale von Amiens. Wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, wie sie es ausgesprochen haben. Und schauen wir erstmal hier. Kaum Lebensenergie, dafür einen Meditationsstab. Ich nehme an, dass der, prüfen wir mal, der dürfte grüne Energie heilen. Der Meditationsstab eines Priesters. Ein schmaler Stab, mit dessen Hilfe der Priester sich besser konzentrieren oder meditative Gebete sprechen kann. Wenn Paul ihn benutzt, kann er meditieren und so seine geistige Verfassung etwas regenerieren. Also wir können dreimal geistige Verfassung heilen. Ich will jetzt auch tatsächlich eben schnell, das hätte ich zwischen den Aufnahmen machen sollen. Nee, kann ich noch nicht. Ich brauche das Buch. Ich wollte die Quick-Tastenbelegung, die beiden Sprüche tauschen. Nun würde ich sagen, gehen wir einfach mal erstmal los. Erstmal hier durch die Tür. Die ist zu. Auf der anderen Seite, da geht es ziemlich lang. Hier geht eine Treppe hoch. Und hier ist nichts. Es wird Choräle gesungen. Sehr schön. Und hier auf. Hier sind Sitzbänke. Und hier ein schönes Fenster. Einmal ein mit Schwert und Schild. Ich kenne jetzt die Heiligen tatsächlich gar nicht. Wenn ihr einen Heiligen aus dem Katholizismus erkennt, schreibt doch mal bitte drunter, wer die drei sind. Kann aber sehr gut sein, dass das quasi gefakte Heilige sind. Das sind sogar vier. Die einfach nur hier hingemalt wurden und so aussehen sollen wie die typischen Kirchenfenster. Alle sind irgendwie bewaffnet, alles irgendwie mit gut zu tun. Schon mal runterschauen können. Jawohl, hier können wir in das Kirchenschiff schauen. Sehen wir also. Das ist, wie man hier auch schon sieht, die gleiche Kathedrale, in der wir auch schon vorher mit, ich glaube, Anthony? Ich glaube ja, als wir Karl den Großen retten wollten, waren wir hier schon mal. Nur da konnten wir nicht hier. So. Was sich hinter dieser Tür verbirgt. Hier ist man nicht wirklich viel. Also das ist halt durch die Kameraperspektive, muss man da reinlaufen, um zu gucken, ob da ein Gang ist. Nee, da war auch nur ein so.
So ein langes Banner, was da runterhängt. So. Hoch, das wird wohl der Glockenturm. Ja, es ist der Glockenturm. Das Seil. Die Glocke wird mit Hilfe eines dicken, geflochtenen Taus bewegt. Der Kustos hat die Aufgabe, die Glocke zu bestimmten Zeiten zu läuten. Vielleicht kommen wir später vorbei, um die Glocke zu läuten. Da wollen wir jetzt nicht drauf warten. Von daher. Gehen wir wieder zurück. Und runter. So, jetzt durch die große Tür. Und jetzt sind wir da, wo wir im vorherigen Level schon mal waren. Vorher konnten wir quasi nicht in diesen Vorraum gehen. Nichts, aber hier rechts ist nichts. Hier links sollte aber das Zimmer sein. War das nicht hier irgendwo die Tür, der Karl der Große mit dem... Interessant, ist das doch ein anderes Kloster? Oder bin ich gerade nur an der falschen Stelle? Es scheint doch... Es ist halt genauso, der Altar ist gleich und alles... For the love of God! God! Help! Come quickly! A murder! A murder most foul! What heresy is this? I found him lying here, dead. I called the guards. Ah. Is this our first suspect? Make sure no one touches the body. It must be examined for signs of devilry. As for this man, make sure he doesn't leave the cathedral. We will question him later. But... Hold your tongue, Franciscan, or it might bring my wrath upon thee. Who is to say that you did not commit this murder? If you trust in the Almighty, and you are indeed innocent, then you will have nothing to fear. Ja, hier sind wir also eingesperrt in unserem oder in einem Zimmer. Wir haben ja schließlich um Logis gebeten. Und hier sind wir jetzt eingesperrt als der Verdächtige eines Mordes. Dabei sind wir gerade erst angekommen. Schauen wir mal hier, ein sehr dunkles Gemälde. Ein düsteres Porträt eines Mönchs starrt kalten Blickes von der Wand. Etwas in den grimmigen, starren Augen schürt in Paul Zweifel und Argwohn. Ist dies das Gesicht eines heiligen Mannes? Tatsächlich kann ich nicht viel Gesicht erkennen. Von daher kann ich die Frage nicht beantworten. Oh, untersuchen. Hier kann ich tatsächlich was erkennen. Da ist so ein Meditationsstab drauf. Das Gemälde weckt Pauls Aufmerksamkeit. Ein kleiner Smaragd verbirgt sich als Teil des Gemäldes. Im Kerzenlicht schimmernd, so als sei er wertvoller, als es den Anschein habe. Und natürlich nehmen wir den Smaragd an uns. Are you here to pass sentence on me? No. I'm here to free you. You are in incredible danger. This cathedral used to be a place of peace. Now many strange things happen here. I don't want you to end up like the others. What do you mean? The body you found was Brother Andrew, and he was killed to protect a secret. We can't talk about it here. Find me in the bell tower later, and I shall aid thee further. Why are you releasing me? I don't want to see another innocent die like your Franciscan brethren. I have seen Brother Andrew make numerous entries into his journal. This may contain the answers to the cathedral's dark secrets. What can I do? If I were you, I'd run. They will surely hunt me if I run. This has to stop.
Then be it on your own head, Luther. Find Brother Andrew's journals if you can. He spent time in the old tower investigating. I believe I can find the key to the old tower in one of my stores. Later, come find me in the bell tower, and I will give it to you. Be swift. We can't evade them forever. Da ruckelt alles wieder. Ich warte mal kurz ein paar Sekunden, bis sich das hier wieder eingerenkt hat. Na komm schon. Ah. 6 Frames pro Sekunde, 7,3. Ich sehe hier tatsächlich, dass ich miese Frames habe im... Was ich jetzt eben machen werde, ist die Aufnahmen unterbrechen, den Stream auch kurz unterbrechen und einfach mal schnell den Rechner neu starten. Irgendwas verträgt er gerade nicht. Die Aufnahme kann es nicht sein, CPU-Last ist auf jeden Fall unter 100%. Also, wir sehen uns gleich. Bis dann. Ciao. Und da sind wir wieder einmal den Rechner neu gestartet. Ich habe keine Ahnung, was das war. Wie gesagt, CPU-Auslastung war niedrig, GPU-Auslastung war relativ niedrig. Keine Ahnung, was da los war. Der ganze Rechner hat geruckelt, also auch wenn ich auf die Maus bewegt habe, selbst nachdem ich OBS beendet habe. Keine Ahnung, was da abging. Ghost in the Machine, würde ich einfach mal sagen. Aber jetzt geht es weiter. So, also jetzt bin ich natürlich so unterbrochen worden, dass ich aus dem Konzept gebracht wurde. Wir wurden also hier eingesperrt unter Mordverdacht, wurden jetzt freigelassen von Bruder Andreas. Und dann schauen wir doch mal. Und das Erste, was passiert, wenn wir hier den Raum verlassen wollen, ist, wir kriegen den Turm auf Eternal Darkness. Bitte schön, da haben wir ihn. Und all seine schrecklichen Erinnerungen. So, jetzt können wir uns etwas freier im Kloster bewegen. So, wir sollten später in den Glockenturm kommen. Einmal Turm der Glocke. Und da ist direkt ein Gegner, der aufsteht. Leider haben wir keinerlei Möglichkeit, ihm irgendeinen Schaden zuzufügen. Von daher rennen wir da jetzt erstmal dran vorbei. Hier ist der gleiche, aber wir haben jetzt die Frage, ob ich die Glocke läuten soll, dann machen wir das mal. Ich weiß gar nicht, ob der das uns gesagt hat, dass wir in der Glocke läuten sollen, um ihn zu rufen oder nicht. Aber ich weiß, dass er kommt, wenn wir das tun. So. Ah, Brother Luther, not a moment too soon. As you have noticed, dread things inhabit this place. Shambling corpses, and worse. There is darkness at work here, in the midst of the Inquisition. I suspect it is worse than that, but I have no proof. Brother Andrew knew this also, and paid the price for it. Why are you telling me this? Perhaps you can finish off what Andrew started. Take this key. It unlocks the old tower. It has been sealed off since the Inquisition arrived. I intend to uncover the truth behind this. If you manage to uncover the source of darkness, return here, and I will do everything I can to help. Till then, brother, may your faith protect you.
So, da haben wir den Schlüssel zum alten Tour bekommen. Zum alten Tour. Zur alten Tour, genau. Die neue Tour ist dann natürlich erst nach Covid. Momentan sind Tourneen ja schließlich verboten. So. Und weg hier an dem vorbei. Wir wollen von dem nichts wissen. Wir haben schließlich keine Möglichkeit, uns zu wehren. Haben wir? Haben wir nicht, oder? Ja, genau. Wir könnten höchstens zaubern. Ich schau mal, ob ich jetzt hier den Biest irgendeine Fackel sehe, die ich einstecken kann. Aber wir gehen jetzt erstmal hier hindurch. So. Und wie man sieht, sind wir jetzt so ziemlich alleine. So, jetzt können wir uns endlich das angucken, was wir die ganze Zeit gucken wollten. Also wir schon hier beim Altar. Der Altar ist bar jeden geweihten Schmuckes. Kein Kreuz, keine Bibel, überhaupt keine Paramente. Paul verstört dieser Anblick. Welchen Glauben praktiziert dieser Orden? Was haben wir hier drüben? Eine kleine Empore, auf die man hinaufsteigen kann. Ja, ich sehe, da hinten ist irgendwas, das sieht aus wie Treppen, die man runtergehen kann. Die Fenster hier kann ich mir nicht angucken. Dann haben wir hier eine Orgel. Es wäre sehr frustrierend, wenn Paul versuchen würde, auf der Orgel zu spielen. Dazu fehlt es an Talent. Andererseits könnte Paul vielleicht mit Hilfe einiger Noten noch etwas Ansprechendes zustande bringen. Gut, jeder gestandene Adventure-Spieler weiß, das heißt, du musst erst die Noten finden, bevor du hier ein Stück spielen kannst. Gut, da hinten kommen wir nicht lang. Ich wollte mir jetzt die Fenster nochmal angucken, die da hinten so sind. Aber das will das Spiel natürlich nicht. Schauen wir mal, was auf der anderen Seite ist. Hier ist wieder so eine Empore, diesmal mit Podium. Gehen wir da doch mal hin. Jawohl. Ein bescheidenes Podium und ein Pult geben einem Priester, der seiner Gemeinde predigt, Raum. Unter dem Pult ist eine Schublade angebracht. Schublade öffnen, sie ist verschlossen. Ich gehe jetzt davon aus, dass das nicht kommen soll, Paul die Schublade öffnen. Das ist wieder so ein Usability-Ding. Überall fragen sie, soll er das machen? Und jetzt hier an der Stelle muss man von selbst drauf kommen. Oh, 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 Armbrustbolzen. Ich habe es dann nur blitzen sehen und einfach mal B gedrückt. Das heißt, wir finden hier eine Armbrust. Das klingt ja schon mal nicht schlecht. Was haben wir hier? Das Tabernakel der Kathedrale besteht aus altem, lackiertem Mahagoni. Also schon mal ein ziemlich gutes Holz. Seine Türen sind verschlossen und offenbar lassen sie sich nicht per Hand öffnen. Ein Mechanismus, um den zu öffnen. Dann, da wir jetzt schon in der Mitte sind, schauen wir erstmal hier diese Treppe hinunter. Oder nein. Erstmal speichern wir. Dann können wir nicht. Super toll. So, wie schaut es hier aus? Ha! Rum. Immer an der linken Wand entlang. Noch mehr Armbrustbolzen. Dann haben wir hier untersuchen, das wäre dann wohl das Bett. Ja. Bett. Dieses spartanisch ausgestattete Bett zeigt deutlich, wie der Orden seine Besucher behandelt. Die Mitglieder des Ordens haben keine eigenen Schlafstätten und diese Tatsache lässt Paul das Blut in den Adern gefrieren. Der einzige Mensch, der kein Bett benötigt, ist ein toter Mensch. Und hier haben wir nochmal ein Bild. Eine Frau, ein Mann und ein Kind. Vor einer... Naja, entweder sind das irgendwelche Klippen oder es ist irgendeine Großstadt mit Hochhäusern. Natürlich keine Maus, dass ich da rein zeigen kann oder so. Was ich meine. Aber hier... Na komm, und da war jetzt untersuchen. Ich drücke B und es verschwindet. Jetzt aber. Ein Buch über Reliquien. Ein in Leder gebundenes Buch. Das nehmen wir doch mal, das Buch der Reliquien. Schauen wir doch mal das Buch der Reliquien lesen. Dieses in hartes Leder gebundene Buch aus dem späten 13. Jahrhundert beschäftigt sich mit Fälschungen von Reliquien.
Einige Orden benötigen ohne Zweifel mehr Einkommen, als sie durch den Zehnt bekommen können. Sie verlegen sich deshalb auf die Fälschung von Reliquien. Gläubige, auch außerhalb der Region, besuchen ihre Diözese, um ihr diese Reliquien zu sehen und machen dies zu einer einträglichen Einkommensquelle. Nun kann man zwar sagen, dass eine falsche Hoffnung auch eine Hoffnung sei, aber Reliquien wie der Kieferknochen Cuthberts, die Hand des Judas oder die berüchtigte Flöte aus dem Oberschenkelknochen von Connaught, auch wenn sie Fälschungen sind, trügen den Gerechten zu Unrecht. Ihre Existenz als wahre Reliquie ist die größte Häresie. Wir denken dann, das Kapitel lautet, der Kapiteltitel im Tome heißt Häresie. Machen wir die Tür mal auf und gucken weiter. Wir finden immer mehr Armbrustbolzen, aber haben noch keine Armbrust gefunden. Gut, okay, das ist auch so ein Ding, das schießt man einmal und dann dauert es Jahre, bis man wieder schießen kann. Da sind noch mehr Armbrustbolzen, das ist sehr verdächtig. Lass mal diesen Raum hier untersuchen, bevor ich weitergehe. Ein Streitkolben. Und hier ist das Luftpumpiarium der Orgel. Das Balksystem versorgt die Orgel oben in der Kathedrale mit Luft. Um so einen Mechanismus in gutem Zustand zu erhalten, braucht es eine wissende Hand. So, und ich laufe hier so in die Ecke, weil ich eigentlich gucken will, ob dann Untersuchungen kommen für die Fackel. Aber ich sehe gerade, das sind welche, die im den Schreibkolben hier nehmen, die in so Schälchen drin sind, die können wir nicht mitnehmen. Jetzt haben wir auch was Ordentliches in der Hand gegen die Zombies. Und da ist hier auch direkt ein Trapper. Na super. Fass, um Wein darin zur Reife zu bringen. Darin muss sich Wein mit einem kräftigen Bouquet befinden. Er tröpfelt aus dem Fass und würzt die Luft mit seinem kräftigen Aroma. Klopft man an dieses Fass, hört es sich hohl an. Es ist leer. Aber warum, wo doch die anderen Fässer alle mit reifendem Wein gefüllt sind? Ich hoffe, der Zapfhahn ist leise. Quietsch. So. Wir müssten doch eigentlich wohl zu dieser Wand rennen. Sie sind schon mal getrennt. Super. Ich sehe nix. Ja, ich muss leise sein. Jetzt hängen sie beide bei mir. Natürlich könnte ich sie jetzt auch einfach aktivieren, dann würden sie... so beide sterben. Jetzt ist es aber so weit weg, dass ich einfach durchgehen kann. So. Ein Blautier. Und ich habe die Feldwaffe. Eben. So. Wir können ja heilen. Der ist echt langsam. Aber wir haben ihn besiegt. Mitten im Schlag erstarrt. Und einen Saphir gefunden. Finalschlag machen. Und jetzt kann ich ja die Magie wirken. Von daher eben schnell die Sprüche umsetzen.
legen, und zwar Erholung auf Rot. Umlegen wollte ich nicht sprechen. Gut, sprechen wollte ich auch, aber das war wieder sprechen. Nach oben, weil das machen wir am häufigsten. Und den Lila nach unten. So. Nicht genug magische Energie für den Spruch. Was haben wir denn hier? Oh, okay. Ein Dreieck mit drei Vertiefungen. Drei kleine Vertiefungen, zirkelförmig angebracht, zieren die Oberfläche des Sockels. Es scheint fast, als würden die zwei Vertiefungen auf etwas warten. Okay, es sind drei Vertiefungen und die zwei Vertiefungen warten auf was. Ich glaube, das ist ein Bug. Und ich glaube, hier müssen die... Wir müssen wahrscheinlich für jede Farbe eins von diesen Dingern, von diesen... Selbst in Saphir, Smaragd, ja, Rubin wäre das rote ja dann. Ein Rubin fehlt uns noch. Auch wenn nur die zwei auf etwas warten. Aber gut, was hat er jetzt hier untersuchen? In den Nischen dieses Mausoleums liegen die sterblichen Überreste der Mönche. Einige sind zu Staub geworden. Andere sind auf groteske Weise zu einer ledrigen Hülle für die Knochen vertrocknet. Grauenhafte Basreliefe sind in den massiven Sarkophag aus Granit eingemeißelt. Auf dem Boden befinden sich Schleifspuren, so als sei der Steinsarg oft bewegt worden. Dann würde ich mal sagen, wir wissen jetzt, was die drei Edelsteine tun. So, dann gehen wir eben mal her und machen eine extra Runde, um ein bisschen Magie aufzuladen und speichern ein. Und zwar auf einem anderen Spielstand, weil wir ziemlich schwach sind, was Lebensenergie angeht. So. Wobei wir jetzt hier eigentlich immer noch in Sicherheit sind und uns wieder aufladen können. Die zwei gucken uns an. Ah, genau. Läuft aber auch direkt auf mich zu, ne? Direkt in mich rein. Merkt aber jetzt nicht, dass da jemand ist, weil ich mich nicht bewege. So, den erstmal mir vorbeilaufen und den anderen hoffentlich auch. Jawohl. Der bleibt nochmal stehen, guckt sich um, also horcht sich um, weil er ja nichts sieht. Da gehen wir hier schnell raus. So. Ja, so bringt man als Entwickler auch die Spielzeit in die Höhe und macht einfach Stellen rein, wo der Spieler stehen bleiben muss. Da habe ich jetzt gedacht, da leuchtet es, da wäre noch was, aber da ist nichts. So, tatsächlich habe ich auch keinen Bock, die Stelle nochmal machen zu müssen, von daher speichere ich gerade nochmal. Wegen der Lebensenergie der Schwachen in den gleichen schwachen Lebensenergieslot. Weil ich ja eigentlich heilen könnte, wie gesagt. Hier war es schon drin. Also gehen wir wieder nach oben. Da regnet, da hören wir auch wieder eindeutig den Regen. Den hatte ich schon fast vergessen. Dann schauen wir mal, was hier hinten ist. Hier ist eine Tür. Der Regen wird lauter. Das hier sieht mir aus wie irgendwie so eine Art Vorbereitungsraum des Priesters. Hier wäscht er sich, da sitzt er dann so da. Hat er dann hier so ein Bild. Der Holzschnitt zeigt einen Akt der Blasphemie. Heerscharen von Dämonen behandeln Menschen wie Beutestücke. Ausgeweidet von spottenden Dämonen, gefressen oder malträtiert durch andere Abartigkeiten. Dann hat er hier wohl seine Kleidung. Talara heißen, glaube ich, die Anzüge vom Priester, ne? Zeremonielle Roben und Umhänge hängen am Ständer. Als Paul einige der Roben zur Seite bewegt, fällt etwas herunter. Hörte sich nach einem Schlüssel an. Den Schlüssel für das Podium haben wir gefunden. Dann haben wir hier eine Truhe. Die machen wir mal auf. Und da ist die Armbrust. Super. Dann würde ich sagen, das Bild da oben können wir nicht angucken. Dann würde ich sagen, sorgen wir mal dafür, dass er geladen ist. Ist sie? Da steht eine 1. Gut. Das heißt, wir haben einen Schuss und danach. Ja. Müssen wir erstmal vom Gegner weg.
Und ich glaube nicht, dass wir neu laden können, bis der Gegner bei uns ist. Von daher, wir haben einen Schuss. Und dann müssen wir den Gegner anderweitig besiegen. Jetzt sehen wir übrigens die Fenster nochmal. Das sind, glaube ich, die gleichen, die hier oben waren. Da haben sie sich halt nicht um noch mehr. Und ich weiß, dass da das Podium ist und wir den Schlüssel haben. Ich will trotzdem erstmal gucken, was auf der anderen Seite ist. Ah, das ist die Tür zum alten Turm machen wir auf mit dem Schlüssel zum alten Turm. Und nachdem wir das gemacht haben, heilen wir uns nochmal. Jetzt haben wir mich wieder voll. So. Und dann können wir eben nochmal speichern. So, nein, können wir nicht. Wieso können wir das hier nicht? Finsternis naht, dann gehen wir durch den Turm. Und hier sehen wir, wie diese Viecher von jemandem Besitz ergreifen. Dann brauchen wir doch gleich mal die Armbrust aus. Wir haben ja schließlich 15 Schuss. Sollte das Viech rauskommen? Nein, kommt es nicht. Der ist stärker als andere. Naja, hauen wir ihn mit Kopf ab. Dem auch. Oh, okay, es ist noch nicht. Das konnte ich nicht erkennen, dass der noch nicht auf dem Boden lag. Naja, viel Lebensenergie zieht es jetzt auch nicht ab. Ah, okay. Wenn der Schrei verzögert kommt, dann ist es der Todesschrei. So, jetzt können wir uns mal komplett heilen. So. Und da unsere Lebensenergie fast voll ist, gucken wir mal, ob wir hier wohl speichern können. Und dann nehmen wir auch das erste Spielständchen. So, dann schauen wir mal hier. Das ist jetzt die Stelle, wo vorher mit dem anderen waren. Der alte Turm ist das, wo wir schon gespielt haben. Und da klopft jemand an die Tür. Nein, es ist gerade besetzt. Das hier ist die Tür, hinter der Karl der Große gewartet hatte. Da fällt mir etwas ein. Ich muss richtig drücken. Es ist im Mix mit Armbrustbolzen. Oh, das geht doch relativ flott sogar. Interessant. Und das ist da, wo... Oh. Ich bin nicht Karl der Große. Was sind Falschen? Ich habe kaum Lebensenergie. Probieren wir mal die Armbrust aus. Wow. Nachladen. Und hier sieht man das Problem der Armbrust beim Nachladen. Gut, viel zieht er auch nicht auf einmal ab, aber... Probieren wir mal was aus. Zuordnen. Nein, ich muss ihn erst auswählen. Isolierung ist es. Zuordnen. Nehmen wir Y. Das ist diese. So, jetzt ist hier ein Kraftfeld. Und wenn der da durchgeht, nimmt der Schaden. Und wir können zum durch. Aha. Jetzt können wir eigentlich auch die Armbrust wieder laden, ehrlich gesagt. Solange bis das Kraftfeld zusammenbricht, dann machen wir ein neues. Da ist das. Das ist das Ende des Kraftfeldes. Gehen wir auf die andere Seite vom Raum. Und das Kraftfeld ist auch ein Weilchen um. Das sehen wir natürlich nicht, aber wir können hier in das Kraftfeld reinlocken. Eine sehr passive Art der Kriegsführung in dem Spiel. Aber das geht eben. Ich glaube... Nein. Jetzt ist das wirklich... Aber wir können hier durchlaufen. Ich glaube, da ist... Nein. Jetzt ist es zu Ende.
Kraftfeld. Sobald die letzte Runde gesprochen wurde, ist das Kraftfeld aktiv. Das heißt, jetzt sind wir soweit. Den Champ auch so schon Schaden. Was sagt ich machen den da? Und das war's. Und damit wissen wir alles, oder weiß unser Charakter alles, was passiert ist, und hat einen Rubin gefunden. Und das dicke Schwert auch bekommen. So, schauen wir mal nach. Das klingt ja sehr nach. Naja, okay. Das sieht noch recht gut aus. Ich würde sagen, wir speichern nochmal. So, ich könnte mich ja jetzt hier drin heilen, so viel wie ich will. Richtung. Und durch dieses Menü schalte ich, wie man unten sieht, mit den Schultertasten, und das geht quasi im Kreis. Ich kann also nicht eine bestimmte Seite anwählen, sondern ich kann nur vorwärts oder rückwärts gehen. Wenn man in die falsche Richtung geht, dann muss man einmal im Kreis gehen. Gut, hier vorne waren wir schon. Das ist das, wo unser jetzt hoffentlich endgültig toter Freund den Sarg gefunden hat. Hier oben geht's also zu dem Geheimgang. Na komm schon. Hier haben wir den ersten Zirkel gefunden. Moment, ich kann doch eigentlich jetzt den da machen. Ich habe hier Platz. Ja. So. Und da liegt in der Mitte auch wieder irgendwas. Ich lasse es jetzt erstmal das Schwert an. Ist hier eine Kerze oder was? Ein Brief. Dann nehmen wir den noch mit. Und das ist eine Tagebuchseite. Das ist Seite 2. Wir fangen natürlich mit Seite 1 an zu lesen. Von daher spanne ich euch noch ein wenig auf die Folter. Eine verwirrende Anzahl von Büchern und Wälzern steht sorgsam sortiert in all den Regalfächern. Es sind also wohl eindeutig genau 43 Stück, deswegen ist es verwirrend. Die meisten Bücher sind religiöser Natur, die nur darauf warten, dass ein Gelehrter wie Paul sich mit ihnen auseinandersetzt. Derselbe Text. Derselbe, ich gucke jetzt mal hier überall. Ich sehe links in dem Regal, war noch was zu finden. Das ist überall dasselbe. Dann gucken wir mal hier, da war noch was zu finden. Und zwar Noten! Ein Stück Papier mit Noten liegt im Bücherregal. Mit. Jetzt haben wir Noten, dann können wir auf dem Klavier spielen. Schauen wir mal hier. Selbe Text. Selbe Text. Selbe Text. Das heißt, hier kriegen wir den Geheimgang. Hier oder so kriegen wir den Geheimgang nicht auf. Okay. Dann gehen wir wieder runter. So, nein, ich wollte jetzt zum Altar gehen, aber ich bin im falschen Teil der Kirche. Ich will schließlich Musik machen. Wenn es alles unheimlich ist und man Angst hat, sollte man ein wenig Musik machen. Das hilft bestimmt. So. Ah ja. Jetzt ist ein anderer Text. Die Orgel wird durch Pumpen und Balg zum Klingen gebracht und bewegt mit ihren Tönen das Gemüt der Zuhörer. Sie besitzt die Macht, den Glauben zu beflügeln und die Herzen zu öffnen. Dann spielen wir mal, und zwar. Und es hat sich der Tabernakel geöffnet, in dem der 5-Punkt-Zirkel lag. Und damit würde ich mal sagen, enden wir die Aufnahme. Beziehungsweise ich stelle mich noch davor und nehme ihn dann an.
Anfang der nächsten Aufnahme auf. So fies bin ich, denn ich werde hier tatsächlich auch aufhören, für heute aufzunehmen und mich dem Abendessen widmen. So, dann speichern wir noch ein... Ah, wir können hier nicht speichern, das ist schlecht. Dann habt ihr mich noch ein bisschen länger an der Backe. Das Tabernakel, ich dachte, das wäre der Tabernakel. Das Tabernakel ist nahezu leer. Es sollte eigentlich geweihte Dinge wie Weihwasser oder Paramente in sich bergen. Stattdessen findet sich nur ein Machtzirkel im staubigen Fach. Naja, nehmen wir den, können wir Level 5 Sprüche zaubern. Oder eher gesagt, Level 2, wenn man es so nimmt. Wobei uns dafür noch etwas fehlt, denn hier steht, nun können alle Dreiersprüche mit Stärkerunen intensiviert werden. Und genau die Rune fehlt uns. Das ist nämlich die hier. Die haben wir jetzt auch schon mehrfach gehört. Wenn ihr euch erinnert, als Pius Augustus diesen Wächter beschworen hat, hat man sehr oft Paragon, Paragon gehört. Und Paragon ist eben die Stärkerune. Das heißt, er hat zwischen jeder der drei Runen zweimal Paragon gesprochen. Das sind also 2, 4, 6 plus 3 sind 9. Er hat also einen 9er-Zirkel verwendet, um diesen Wächter zu beschwören. Nun gut, jetzt haben wir also den stärkeren Zauber. Damit hätten wir natürlich damit hätten wir zwar einfacher das Schild machen können. Ich guck mal eben, was meine Energie angeht. Einfacher das Schild machen können, aber auch länger sprechen müssen, denn schließlich müssen wir jetzt dann 5 Runden sprechen. Und die Zeit hätten wir vielleicht nicht gehabt. So, dann schauen wir mal, können wir zurückgehen, dass wir speichern können. Hier. Dann würde ich sagen, einmal speichern. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also bis dann. Ciao, miau.